Ahoi, das ist der neue Jeep Avenger. Ist es das perfekte Auto für Städter, also Leute, die in der Stadt leben, aber die die Wildnis lieben? Genau das finden wir heute raus. Herzlich willkommen beim InstaDriver. Wenn ihr herausfinden wollt, wie praktisch und wie günstig das All-Inclusive-E-Auto-Abo von InstaDrive sein kann, dann holt euch jetzt ein unverbindliches Angebot unter diesem Link. Ja, meinen ersten Test hat der Jeep Avenger mit Bravour bestanden. Wir sind hier in den Wald hochgefahren, ca. 200 Meter in den Wald hinein. Starker Böschungswinkel, die richtige Löcher hier mit Steinen. Der Jeep Avenger hat das mit Bravour gemeistert. Ich bin richtig begeistert. Das liegt natürlich an den guten Voraussetzungen. Wir haben sehr kurze Überhänge, seht euch das mal an, sowohl vorne als auch hinten. Das sorgt für bessere Böschungswinkel, aber auch, dass wenn wir im Schlamm fahren, dass hier vorder und hinterer Überhang nicht zu sehr in den Schlamm auch eintauchen. Das ist sehr vorteilhaft für geländegängige Autos. Aber der Böschungswinkel ist gut. 20 Grad vorne, 34 Grad hinten, 20 Grad Rampensteigung. Also das sind schon durchaus kräftige Offroad-Werte, muss man sagen. Und das für einen Elektro-Jeep, der für die Stadt konzipiert ist. Das ist eine richtig coole Spreizung, die Jeep da schafft. Auch die Motorhaube ist Jeep-like. Das ist eine gerade Fläche hier, perfekt für die, eine Karte, die man hier ausbreitet, um noch richtig oldschool zu navigieren, wie es natürlich jetzt Spaß macht, analog, nicht digital, um ein bisschen den Ausgleich zu schaffen hier. Aber ihr seht, auch für den Großstadtdschungel, also für den Supermarkt, perfekt geeignet. Ihr kennt das sicher, normalerweise am Supermarkt kommt man mit einem niegelnagelneuen, schönen, feinen, polierten Auto hin. Man geht 5 Minuten einkaufen, kommt zurück und es sind Kratzer drin, es sind Dellen drinnen, wo man nicht weiß, wo die herkommen. Kennt ihr das? Schreibt mir das in die Kommentare. Mit dem Jeep Avenger kann einem das nicht passieren, denn ihr seht, wir haben hier überall rund um das Fahrzeug, haben wir die Stoßdämpfer nicht lackiert, sondern mit diesem Hartplastik, das auch teilweise nachgibt. Also das ist sehr gut durchdacht. Das ist natürlich auch durchgefärbt und nicht nur lackiert. Das bedeutet auch, dass Kratzer hier gar nicht so gut sichtbar sind. Und das ist natürlich ideal für den Supermarktparkplatz. Aber auch die Scheinwerfer. Niemand kann hier so leicht, wenn er anfahrt, selbst wenn er anfahrt, hier die Scheinwerfer zum Springen bringen, was natürlich ein teurer Faktor wäre, weil die sind hier richtig in die Karosserie integriert oder in dem Stoßdämpfer hier integriert. Ihr seht, von allen Seiten kommt man nicht zum Scheinwerfer hinzu, wenn man ihn irgendwie beschädigen möchte. Und das ist natürlich ein Vorteil, wenn man es günstiger haben möchte, wenn hier irgendwas dran fährt. Aber auch die Optik von vorne ist richtig bullig, richtig stark. Man würde nicht erwarten, dass dieser Jeep, dieser kleine Jeep, nur 4,8 Meter lang ist. Das ist kleiner als ein VW Golf. Das ist eher VW Polo Größe. Ich glaube, er ist so nur um 2-3 cm länger als ein VW Polo und um fast mehr als 15 cm kürzer als ein VW Golf. Er ist der kleinste Jeep, der vorher kleinste Jeep war der Jeep Renegade, soweit ich das weiß. Der ist aber 16 cm länger. Das ist Wahnsinn. Also das sind schon coole Abmessungen, perfekt für die Innenstadt, perfekt für kleine Parklücken, aber genauso perfekt für den Großstadtdschungel. Hier an der Seite nochmal sehr starke Seitenschwelle, ebenfalls in diesem Plastik oder Kunststoff, hier harten Kunststoff. Und richtig cool, aber auch gut für Offroad. Ihr habt das gesehen, wir sind hier hochgefahren, hier hinten wieder kurzer Überhang, hier überall der Stoßdämpfer, nicht lackiert, sondern in Hartplastik hier. Ich habe mich immer gefragt, warum heißt dieser Jeep Jeep Avenger? Avenger würde ja rein übersetzt sowas bedeuten wie Rächer. Jetzt macht es Sinn für mich. Es ist der Rächer des Supermarktparkplatzes, weil wir einfach das Auto hinstellen und wenn jemand dranhaut, dann ist sein Auto kaputt, aber nicht unseres. Deshalb der Rächer des Großstadtdschungels. Das finde ich witzig, ja. Ich finde das Auto richtig spannend, muss ich sagen, weil er einfach diese gute Spreizung schafft. Also Offroad und auch Großstadtdschungel, auch die Bodenfreiheit. Wir haben 200 mm, das sind 20 cm Bodenfreiheit. Ihr seht, da ist jede Menge Platz nach unten und wir können hier über Stock und Stein tatsächlich gute Böschungswinkel hier auch anfahren. Und das macht Sinn. Er ist auch komplett in Europa designt, konzipiert und gebaut. Ja, der Elektromotor kommt aus einem französischen Werk, der zusammengestellt und schließlich aus dem Werk fährt er in einem polnischen Werk und auch der Lithium-Ionen-Akku kommt aus dem Kattelwerk in Polen. Das macht
den Avenger einen richtigen Europäer. So, jetzt zeige ich euch etwas, was der Jeep Avenger Einzigartiges hat in seinem Kleinwagensegment. Wenn man hier von seinem Offroad-Trail nur noch auf allen Vieren kommt und schon keine Kraft mehr hat, den Kofferraum aufzumachen, braucht man nur diesen hier machen. Und der Kofferraum öffnet zum Glück von alleine, weil selber reicht die Kraft nicht mehr. Und dann hat man hier 72 cm Ladehöhe. Aber hier, egal wie die Hände aussehen, hier ist alles robust, hier kann man nichts zerkratzen. Das ist einfach super ideal. Und dann offenbaren sich 355 Liter Kofferraumvolumen. Das ist etwas klitzekleines mehr als im VW Polo, aber etwas weniger als VW Golf. Trotzdem noch für dieses Segment ein großer Kofferraum, muss man sagen. Also Jeep hat das echt geschafft, hier den Platz auch auszunutzen. Auch der Schlüssel gefällt mir. Wenn ich ihn gerade so in der Hand habe, schaue ich das mal an. Er ist doch schön. Also für das Fahrzeug ist er einfach ideal. Er passt, er sieht Offroad-mäßig aus, wirklich so wie sein Outdoor-Tool. Wirkt das Ganze hier richtig robust, richtig kräftig, schön. Wir können es jetzt auch umlenken für mehr Kofferraumvolumen. Ich glaube, es sind bis zu 1280, aber ich blende es euch hier nochmal sicherheitshalber ein. 60:40 lasst sich hier die Rückbank umlegen. Wir haben auch einen doppelten Boden hier drinnen. Seht euch das mal an. Hier können wir nochmal gute 5 bis 6 cm hier an Tiefe gewinnen oder ein Ladekabel hier unten verstauen. Wobei ideal ist es ja nicht, wie ihr das natürlich wisst, wenn hier der Kofferraum vollgeräumt ist, ist es natürlich nicht gut, wenn das Ladekabel hier unten ist, außer ihr schafft das noch hier hoch zu hieven. Der Jeep Avenger bietet leider keinen Frunk. Ja, es ist leider die Plattform, die ECMP-Plattform, die keinen Frunk bietet. Aber vielleicht kommt das ja noch irgendwann mal. Derzeit ist es so, wie es ist, aber ich finde es gar nicht schlecht. Ja, jetzt fahren wir wieder raus aus dem Wald. Es macht richtig Spaß. Also mit einem Auto das machen zu können, das ist schon ein Mehrwert. Gerade wenn man so abenteuerlustig ist, dann ist das schon cool. Ja, man braucht doch nicht so aufpassen auf dieses Auto. Klar, jedes Auto passt man auf einer gewissen Art und Weise auf. Aber ich denke, der Jeep ist schon robuster als so manches andere Auto. Und das nutzen wir natürlich dann auch aus. Vom Fahrverhalten, er fährt sich gut. Wir fahren jetzt gleich wieder auf eine asphaltierte Straße mal wieder. Dass der Jeep mal sowas auch wieder sieht. Dann gebe ich euch so ein bisschen Feedback. So. Ich finde nur dieses Blinkergeräusch. Hört euch das mal an. Das klingt irgendwie wie eine Beatbox. Irgendwie nicht so nach einem normalen Blinker. Ist eine schöne Spielerei, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ich kann mich nicht so anfreunden mit diesem Sound. Aber wenn wir die ersten Meter fahren, merkt man sofort, hier auf dem Asphalt fährt es sich super ruhig. Das Fahrwerk ist auch verstärkt worden. Also wir haben auch gerade fürs Gelände ein bisschen ein verstärktes Fahrwerk. Das spürt man gerade auf der Straße, wenn man Schlaglöcher nimmt. Die sind einfach super angenehm, werden die einfach geschluckt, ohne dass man hier großartig was merkt. Und das ist hier auch tatsächlich in der Stadt angenehm. Wenn man über Eisenbahngleise drüber fährt, dann ist das wirklich ein Genuss. Ja, ansonsten, es gibt ja eine Rekuperationsstufe hier mit B. Also es gibt ja nicht mehr Einstellungen zur Rekuperation. Es gibt auch kein One-Pedal-Driving, auch so ein bisschen ein Nachteil. Aber ja, was soll's, man kann nicht alles haben in einem Auto. Was allerdings wirklich gut ist, ist das Infotainment. Das zeige ich euch später noch. Zum Fahren kann ich wirklich nur sagen, dass das Fahrwerk außerordentlich heraussticht, weil es angenehm zu fahren ist. Und dennoch ist er nicht schwerfällig. Also er wiegt ja nur 1600 Kilo, das ist extrem wenig für ein Elektroauto eigentlich. Und auch das Fahrwerk ist gut ausbalanciert, dass es jetzt nicht zu schwerfällig ist und nicht zu sehr nachwankt und trotzdem sehr komfortabel ist. Das funktioniert super. Ja, wir haben das Auto ja schon auf der Autobahn getestet, da sind die Windgeräusche ein wenig stark, gerade hier in dem Bereich zu vernehmen, aber hier in der Stadt und im Ort, ja, ist es von der Geräuschkulisse eigentlich sehr angenehm, sehr leise. Man hat einen schönen Ausblick nach hinten, immer den Berg im Anglitz, den Summit, den Gipfel, das ist schön. Und nach vorne hier haben wir auch so dieses Easter Egg. Hier gibt auch noch einen Marienkäfer hier am Dach. Also für diese Spielerei, für diesen Abenteuersinn ist wirklich gesorgt. Ja, die Verbrauchs- und Reichweitenwerte. Ich bin wirklich zufrieden. Wir haben im kombinierten Verbrauch über Land, Stadt
Ohne Autobahn habe ich 14,5 Kilowattstunden verbraucht, obwohl ich jetzt nicht darauf geachtet habe, wenig zu verbrauchen. Also ich bin im ganz normalen Modus gefahren, nicht mal Eco-Modus. Und da sind die 14,5 schon ganz gut. Laut WLTP soll er ja in je nach Ausstattungsvariante bis zu 400 Kilometer schaffen. Hier in der Summit-Variante, in der höchsten Variante, sind es, glaube ich, 390 in etwa. Also etwas weniger. Wir haben auch mehr Gewicht durch die Ausstattung wahrscheinlich. Und ich denke, in der Stadt schafft er durchaus mehr als diese WLTP-Reichweite, wenn man an einem Stück fährt. Auf der Autobahn haben wir schon herausgefunden, dass es weniger ist. Aber so im kombinierten Verbrauch bin ich ganz zufrieden. Auch im Winter, wir haben jetzt wirklich ideale Temperaturen. Wir haben 24 Grad, also wir brauchen die Klimaanlage. Das ist das Einzige, was ja ein bisschen Strom frisst. Aber auch im Winter gibt es im Jeep Avenger eine Wärmepumpe, die ca. 10% hier ausmachen soll. Und das ist gut, es gibt ein gutes Paket. Wir haben ja einen Akku, der ist 50,8 Kilowattstunden netto groß, also ca. 51 Kilowattstunden, 54 Kilowattstunden netto. Also das sind schon die neuen Werte der Plattform vom PSA-Konzern oder Stellantis-Konzern, muss man sagen jetzt. Das sind, glaube ich, 5 oder 6 Kilowattstunden mehr, als wir vorher hatten beim Opel Mokka. Und das gibt nochmal so ca. 50 Kilometer mehr Reichweite. Ja, laut WLTP, muss man sagen. Gut. Rekuperation, habe ich schon gesagt, gibt es nicht allzu viele Einstellungsvarianten, kein One-Pedal-Driving, Display ist gut, kommen wir noch gleich dazu. So vom Overall-Feeling im Auto, man sitzt sehr bequem, das Lenkrad fühlt sich richtig gut an, das ist sehr hochwertig verarbeitet, richtig robust, richtig stark und das macht Spaß. Schauen wir uns mal das Interieur an. Alright, Platz genommen im Jeep Avenger, merkt man sofort, ein richtig cooles Lenkrad. Das ist wirklich fest, das ist gut verarbeitet und auch sieht schön aus mit vielen Knöpfen hier am Lenkrad zum Einstellen. Auch der Rest des Autos ist richtig stabil, muss man sagen, sehr robust gemacht. Es gibt hier kein Klavierlack, das man hier zerkratzen könnte mit einem Schlüssel. Hier kann man alles hinwerfen, hinlegen. Hier kann man mit einer rauen Hose, rauen Schuh, rauen Hemden alles hier drin sitzen, ohne irgendwas zu zerkratzen. Hier gibt es normalerweise noch so einen Deckel, den ist ein faltbaren Deckel, dann ist es auch abgedeckt. Hier passt eine 1,5 Liter Mineralwasserflasche hinein. Hier kann man das Handy induktiv laden, was natürlich von Vorteil ist. Hier gibt es nochmal eine Ablage, wo man hier einstellen kann für einen Becherhalter. Die Größe kann man variieren. Dann gibt es hier nochmal ein Ablagefach. Also Stauraum ist hier für die Größe, für das Segment hier richtig ausreichend und mehr als doppelt so viel wie der Durchschnitt im Segment. Wir haben hier 34 Liter Stauvolumen. Auch das Handschuhfach ist riesengroß. Ihr müsst euch das mal ansehen, wie weit es da hineingeht. Also das ist ein richtig geräumiges Handschuhfach. Da bin ich schon begeistert. Hier kann man nochmal was ablegen, sein Telefon, Zettel, Schlüssel, was auch immer hier mal rein schmeißen möchte. Dieses zentrale Element ist natürlich sehr auffällig hier in diesem Gelb. Vielleicht kommt das sogar immer in Wagenfarbe. Das wäre interessant zu wissen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das wisst, weil das wäre spannend. Ich finde das ein schönes Element, das auch nicht sehr leicht zerkratzt. Also hier kann man richtig rüberfahren, ohne dass hier was zerkratzt, was auch wichtig ist. Das Display. Ihr seht mal, wir haben eine sehr hochauflösende Kamera. Wir haben hier 10,25 Zoll Infotainment-Display und das ist auch gestochen scharf und richtig hochwertig. Schauen wir uns gleich in einer extra Einstellung an. Ansonsten, was gibt es zu sagen? Wirklich gute, robuste Sitze hier auch mit diesem Jeep da, mit diesem Emblem hier drinnen reingenäht. Also ihr seht, das ist schon für die Ewigkeit, will ich jetzt nicht sagen, aber das ist schon alles dazu gemacht, dass es wirklich viel standhält und viel aushält und hier man auf nichts aufpassen muss. Und genau so muss ein Jeep für mich sein. Ihr seht aber schon, vom Platzverhältnis ist das ein wenig spärlich hier hinten. Ich bin 1,78 groß, habe den Fahrersitz auf mich eingestellt, wie wenn ich fahren würde, habe den zweiten Sitz jetzt versucht exakt gleich einzustellen, damit ihr es auch seht vom Abstand hierher. Ja, ich muss sagen, es geht natürlich, ist auf jeden Fall in Ordnung, wenn man ab 1,95 Meter wird es hier hinten wahrscheinlich sehr eng mit den Beinen werden. Nach oben könnte es sogar noch gehen. Aber ja, zu dritt ist es dann auch schwierig, dass es hier noch diesen Mitteltunnel gibt, weil einfach der Jeep Avenger auch in Italien und in Spanien als Verbrenner kommt, als, glaube ich, 1,2 Liter Benzinmotor und nicht nur als rein Elektro wie in allen anderen europäischen Ländern. Deswegen hat man sich entschieden, aufgrund der Produktionsstraße hier das so zu lassen, damit man das einfacher produzieren kann oder günstiger. Und hier liegen tatsächlich die Akkuzellen noch drinnen oder ein paar Zellen, auch im Unterboden und hier im Mitteltunnel. Ja, die Materialien sind sehr robust. Auch das hier im Kindertest hält extrem
extrem viel aus. Das ist super. Wir haben zweimal Isofix hinten, einmal Isofix vorne. Leider hier keine Mittelarmlehne oder Mittelkonsole. Aber braucht man nicht wirklich in diesem Auto. Und ansonsten, ja, alles gut hier hinten. So, das ist unser 10,25 Zoll großes Display, das wirklich sehr hochauflösend ist, gestochen scharf. Ihr seht, es reagiert auch ziemlich rasch, muss ich sagen, mit allen wichtigen Funktionen hier auf einen Blick. Wir haben hier die Ladeeinstellungen und die Verbrauchswerte, Energiefluss während der Fahrt natürlich interessant. Hier können wir die Ladeeinstellungen treffen. Hier haben wir sofort einen Shortcut für die Sitzheizung, Navigation, App-Leiste, wobei das nur hier solche Buttons sind, weniger Apps, muss ich sagen. Hier Klimaeinstellungen, dann Navi sofort, hier nochmal Sitze und App-Leiste und dann da nochmal eine andere Übersicht, wenn man das so haben möchte. Man kann das nicht individuell hier designen, verschieben, wie man will. Man hat halt diese drei Auswahlmöglichkeiten zwischen diesen Ansichten. Aber ich finde, mehr braucht man nicht und durchaus gut gelungen. Schauen wir uns mal die Navigation an. Die ist nämlich spannend. Ich habe jetzt hier schon Berlin eingegeben als Ziel. Er zeigt mir natürlich sofort das Ziel an, aber wir haben keine fix und fertige Ladeplanung, sondern wir müssen uns die Ladestationen selber raussuchen. Hier ist es jetzt geplant. Er zeigt uns auch in der Wegzeit nicht die Zeit an mit Laden, sondern ohne Laden. Trotzdem können wir uns hier so zentrieren, Ladestationen anzeigen lassen. Wenn wir hier drücken, dann schlägt er uns entlang der Route hier alle Ladestationen, die er kennt, sozusagen vor, denn er kennt nicht alle, habe ich gesehen, wenn wir das vergleichen. Wenn wir hier näher Informationen wollen, gibt es auch nicht alle wichtigen Informationen, auch wenn wir hier immer mehr klicken, weitere Informationen. Es ist leider nicht die Ladegeschwindigkeit, die hier angezeigt wird. Es gibt dann einen kleinen Trick, wenn man hier nicht direkt auf die Ladestation klickt, sondern hier auf die Übersicht, dann kommen hier alle Ladestationen in der Nähe von der Entfernung hier gelistet und da steht dann daneben nochmal die Kilowatt, also die Ladeleistung, wobei auch nicht bei allen Ladestationen. Ihr seht hier zum Beispiel nicht, also ich konnte hier die Systematik hier nicht ganz herausfinden. Man kann auch hier noch klicken, ein wenig filtern entlang der Route, in der Nähe des Ziels, in der Nähe gesamte Karte und so weiter. Man kann leider nicht nach Geschwindigkeit hier filtern, zumindest habe ich es jetzt nicht gefunden. Schreibt mir in die Kommentare, falls es doch so sein sollte. Ich habe es jetzt nicht gefunden. Ich finde die Ladeplanung jetzt auch nicht, ja, man braucht einfach ein Handy dazu, um hier wirklich gut unterwegs sein zu können auf längere Strecke. Oder man kennt die Ladestationen, die man anfährt, ansonsten wird es ein wenig haarig. Ja, ist nicht so ideal, aber für den Notfall reicht das und für Komfort nimmt man einfach das Handy dazu. Hier gibt es auch eine tolle Übersicht mit Kilometeranzeige, die sehr schön und sehr groß ist. Dann natürlich Gang, dann natürlich Verkehrszeicheninformationen hier an der Seite, hier die Leistung, die wir abrufen oder ob wir rekuperieren. Dann haben wir hier gleich das Navi. Hier unten haben wir Informationen zum Licht. Hier ist die Restreichweite, hier sind die Gesamtkilometer. Und da haben wir nochmal den Ladestand, der jetzt bei 18% liegt. Und hier haben wir den Verbrauch und den Trip, die Trip-Einstellungen, die wir hier haben. Ihr seht hier jetzt dann mehr Verbrauch, 15,6 Kilowattstunden. Aber ihr seht, da gibt es jede Menge Informationen und ist einfach gut gelöst hier vorne am Informationsdisplay. Ja, laden lässt sich der Jeep Avenger von links hinten. Hier haben wir wahlweise Typ 2 und CCS für schnelles Laden. 100 kW lädt der Jeep Avenger schnell am DC-Lader und 11 kW lädt er am Wechselstrom, also AC. Ja, ich finde cool, dass er die Spreizung schafft zwischen kleines Stadtauto und Offroad-Fahrzeug, tatsächlich so diese DNA von Jeep hier mitbringt. Wir haben auch 6 verschiedene Fahrmodi. Wir haben Sport für ein sportlicheres Fahrverhalten, normal für den Alltag. Wir haben aber auch Schnee, Schlamm und Sand. Ja, also Sand, hier soll verhindert werden, dass sich die Räder hier im Sand eingraben. Und das ist cool, habe ich zwar nicht ausprobiert, aber ich denke mir, Jeep wird sich was dabei gedacht haben und macht hier in den verschiedenen Fahrmodi doch einen Unterschied. Reichweite, ganz okay, muss ich sagen. Wir haben diese 50,8 Kilowattstunden große Batterie, die teilweise im Mitteltunnel und im Boden hier sich befindet. Und mein Verbrauch war 14,5 Kilowattstunden im kombinierten Bereich ohne Autobahn, also nur Freiland und Stadt und Ort.
Und das wäre eine reale Reichweite von 350 Kilometer, was okay ist bei 400 Kilometer WLTP-Reichweite, auf die er auch kommen sollte, falls wir wirklich versuchen, sparsam zu fahren. Ich habe es ja nicht wirklich probiert, sondern ich bin einfach drauf losgefahren und das war der Verbrauch, den ich hatte. Also wenn man wirklich darauf achtet, könnte man doch durchaus noch weiterkommen. Auf der Autobahn allerdings nicht. Wir haben einen eigenen Autobahntest gemacht. Ich verlinke euch das Video hier oben, falls es dann online ist. Wir machen auch einen eigenen Ladetest noch, damit ihr seht, wie schnell der Jeep Avenger tatsächlich lädt und wie viele Kilometer wir in einer gewissen Zeit in 20, 30 Minuten hier hinzuladen können. All das gibt es hier beim InstaDriver. Also abonniert jetzt den Kanal. Es gibt auch für andere Elektroautos tolle Tests. Wir haben auch viele News. Wir haben Faktenchecks hier auf dem Kanal, jede Menge. Wir haben die Lieferzeiten, aktuelle Lieferzeiten von allen Elektroautos. Kommt jedes Monat aufs Neue, die wir für euch recherchieren. Also jetzt ein Abo. Das lohnt sich hier vom InstaDriver. Und ja, so wie er hier steht, der Jeep, ich finde ihn schön. Auch dieses Hero-Gelb finde ich ganz schön, muss man ehrlich sagen. Er ist bullig, er ist kräftig und trotzdem kompakt mit 4,8 Meter Länge. Ja, um 2 cm, 3 cm größer als ein VW Polo. Also das ist schon beachtlich. So ein cooles Ding sieht man nicht alle Tage. Und wenn jemand Jeep-Fan ist und eine Spreizung haben möchte zwischen Stadtauto und kleines Offroad-Fahrzeug, dann wird er mit dem Jeep Avenger richtig Freude haben. Also ideales Fahrzeug für eine Insel oder sowas. Ja, mit einer Stadt. Alright. Ja, ich würde sagen, das war's. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Ich bin Matthias, kurz Made für euch, voll elektrisch unterwegs. Ihr kennt das ja hier auf dem Kanal, mein Abschlusssatz. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Fahrt elektrisch und liebt das Leben. Ahoi.